Hallo? Tür ist zu. Mit der letzten Tür kann ich auch nichts machen. Stimmt, ich kann ja Licht anmachen. Ah, das würde ja voll die Atmosphäre wegnehmen. Ist da jemand? Was ist denn das für ein Tunnelkomplex? Okay. Also, was für ein Keller? Hallo? Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre mein Ende. Scheiße. Ich bin Brady vom Widerstand in Philly. Ich nehme an, du hast die Nachricht geschickt. Die KVA sucht nach mir. Ich habe mich um sie gekümmert. Fürs Erste. Okay. Okay, wir müssen gehen. Moment, wer bist du? Gehörst du zur NATO? Ich bin Lisa. Und ja, ich gehöre zur NATO. Es gibt viel zu bereden. Okay, hör zu. Da ist eine Armee, direkt vor der Küste. Was? Lass mich ausreden. Die NATO muss Amerika befreien. Wir haben eine Armee aufgestellt, aber bevor wir angreifen, müssen wir die Apex-Waffen der KVA abschalten. Sonst haben wir keine Chance. Okay, und dafür gibt es einen Plan? Darum bin ich hier. Aber die Sache ist aus dem Ruder gelaufen. Die anderen sind tot. Ich brauche Hilfe. Wir helfen, wo wir können. Was wir tun werden, entscheidet über das Schicksal deines Landes und wahrscheinlich auch über das Schicksal meines Landes. Wir müssen weiter. Ich weiß, dass du Fragen hast. Oh ja, ein oder zwei vielleicht. Ich werde dir unterwegs den Rest erklären. Wir haben keine Zeit mehr. Bist du dabei? Ja. Dann los. Wir werden hier rausgehen. Zuflucht. Diese Invasionsflotte wartet also nur darauf, dass du die Apex-Systeme ausschaltest? Sie warten nicht. Egal, was hier passiert, die Boote werden kommen. Doch wenn wir versagen, wird es auf den Stränden ein Blutbad geben. Klingt verdammt riskant. Eher verzweifelt. Die Lage in Europa ist düster. Warte, wo ist deine Waffe? Ich bin keine Soldatin, sondern eine Ingenieurin. Wohin gehen wir? Es gibt ein Diner in der Nähe. Dort ist meine Ausrüstung versteckt. Ich brauche sie. Wie hast du vor, Apex auszuschalten? Die KVA verlässt sich stark auf ihre interne Kommunikation. Wenn wir die Verbindung trennen, schwächen wir ihre Kampfeffektivität immens. Aber diese Signale gehen von Satelliten aus. Die können wir nicht stoppen. Es gibt immer einen Weg. Ah, die stellt sich das aber sehr, sehr einfach vor. Das ist Captain Shaw. Er befehligte meine Eskorte. Er blieb hier, um sie in einen Hinterhalt zu locken, damit ich in die Kirche fliehen konnte. Sie waren alle unglaublich tapfer. Sie sind alle für mich gestorben. Ich darf sie nicht enttäuschen. Wir müssen die Mission abschließen. Das werden wir. Wie kommen wir zum Diner? Es befindet sich in dieser Richtung, hinter all dem. Dann müssen wir einen Weg herumfinden. Ich schaue mich um. Okay, für einen neuen Weg zum Diner. Alles klar, ich schätze mal hier lang. Lisa, wir können hier hoch. Okay, komme. Muss ich dir hochhelfen? Nee, du schaffst es selber. Bist ja eine starke Frau. Der MI6 trat an mich heran. Alles sehr geheim. Und noch ein paar andere. Sie brauchten einen Ingenieur. Jemanden, der sehr talentiert ist, aber keine Familie hat. Es war alles freiwillig, aber sie machten sehr deutlich, dass die KVA gegen Europa vorrücken würde. Wir wussten alle ziemlich genau, was hier in Amerika geschehen war. Also hatte ich keine Wahl. Ich willigte ein. Kurz darauf war ich schon in dieser Basis, wo sie mir die Technologie erklärten und ich ein Überlebenstraining bekam. Dort traf ich dann Captain Shaw und sein Team und wir wurden gemeinsam in ein U-Boot gesteckt. Hört sich an, als hätten sie es eilig gehabt. Ja. Wie auch immer. Wir kamen unbemerkt an und schafften es bis hierher. Es war einfach nur Pech, dass wir entdeckt wurden. Dann starben die Ersten und wir waren auf der Flucht. Alles ging vor die Hunde. Ich dachte, ich wäre auf alles vorbereitet. Dabei war ich das nicht im Geringsten. Es ist nie so, wie man es sich vorstellt. Ich finde, du schlägst dich gut. Ich kann sie jetzt nicht im Stich lassen. Warum hast du dich vor mir weggedreht, Mädel? Wie unhöflich. Aber ja, natürlich, es läuft immer ganz anders, als man es eigentlich geplant hat. Also immer. Oft.
Fang dir schon bei Familienfeiern an. Du machst dir lang einen Termin aus, also Termin unter Anführungszeichen, und machst du mit deiner Familie aus, ja, an dem Tag, da und da, die und die Uhrzeit. Und was ist? Ja, bei mir kam was dazwischen. Ich komme eine halbe Stunde oder eine Stunde oder noch später. Ich komme später dazu. Und da geht's dann schon los. Komm, lauf mal weiter, Mädel. Ich muss... Eieieiei, immer diese Trödler hier. Sieht aber schon sehr schick aus. Oh, ein Tagebuch. Quatschst du wieder oder kann ich das Buch in Ruhe lesen? Das wäre super nett von dir. Verdammt verrückte Tage. Verdammt verrückte Tage, meine Freunde. Verdammt verrückte Tage. Chaos bricht aus und überall knallt und der gute Johnny spaziert aus dem Knast. Was soll man sonst tun, wenn sich die Möglichkeit bietet? Und wo geht er jetzt hin? Zurück nach Becton, kein Scheiß. Ich werde bissel den Verräter finden und seine Bude niederbrennen. Ich springe auf einen Frachtzug und lass mich dorthin bringen. Du wirst jetzt sicher sagen, ich bin saudumm, weil der Zug nicht in Becton hält. Aber du hast wohl noch nichts von meiner Sprengfalle gehört. Der verdammte Zug wird anhalten, verstehst du? Pass auf, Becton. Johnny kommt nach Hause. Aha. Nur damit du dort aussteigen kannst, wo du willst, sprengst du einfach den Zug in die richtige Richtung. Und gefährdest zig Leute. Habe ich verstanden. Cleverer Junge. Verdammter Schlamm. Und sie steht einfach da. Kann ich da noch reinschauen? Nee. Ich glaube, ob ich da unten oder da oben gehe, ist relativ egal. Wir müssen zu diesem Container. Okay, hier geht's weiter, das ist markiert. Das ist ganz schön kräftig, die Frau. Finde ich gut. Macht auch keine halben Sachen. Links ist unser Truck. Dort ist die Ausrüstung, die ich brauche. Allerdings hatte Ducker die Schlüssel. Er verblutete. Wir mussten ihn hier zurücklassen. Dann nehme ich mir das Diner vor. Du wartest hier. Okay. Sei vorsichtig. Ja, mache ich. Ich bin so vorsichtig, wie ich sein kann, aber da kommt sicher gleich die KVA um die Ecke geschossen. Ich sehe das schon kommen. Na, hundertprozentig. Hundertprozentig kommt hier gleich die KVA angedackelt. Und will was von mir. Und definitiv kein nettes Pläuschchen. So. Brady, da draußen ist KVA. Scheiße. Scheiße, das sind ganz schön viele. Einer von ihnen ist schwer gepanzert. Da ist ein gepanzertes Fahrzeug. Und Soldaten steigen aus. Ich sehe noch eine Gruppe Soldaten. Ja, ganz toll mit den roten Markierungen hier. Da fühle ich mich gleich viel besser. Ja, schön. Das ist jetzt natürlich genau so, wie wir es nicht haben wollen. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Natürlich, wir ballern die einfach alle über den Haufen. So, da rechts war einer. Der ist weg. Der will hinten einsteigen, oder? So, hier haben wir noch einen. Der ist auch weg. Schon dabei. Geil. Der ist weg. Der ist auch weg, jetzt haben wir nochmal das Auto. Das ist so toll, dass du mir diese Infos gibst. Ich freue mich. Warte, wir machen das so. Ach so, da sitzt er oben drauf. Oh, Muni ist leer. Oh nee, ich stelle mich wieder an. Das ist unfassbar. Ach, Leute. Ja, ich hätte mich vielleicht mal heilen sollen. Das ist unser Truck. Dort ist die
Ausrüstung, die ich brauche. Allerdings hatte Ducker die Schlüssel. Er verblutete. Wir mussten ihn hier zurücklassen. Dann nehme ich mir das deiner vor. Du wartest hier. Okay. Sei vorsichtig. Ja, ja. Genau deswegen spiele ich Spiele auf Rekrut, weil ich sterbe trotzdem ein, zwei Mal. Da draußen ist KVA. Scheiße. Scheiße. Das sind ganz schön viele. Einer von ihnen ist schwer gepanzert. Da ist ein gepanzertes Fahrzeug. Und Soldaten steigen aus. Ich sehe noch eine Gruppe Soldaten. Die ganzen Sounds, die da aufploppen. Dicke kommt gleich an, wir laden mal. Ja, oh nein. Kann dieses Ding endlich mal. Eieieiei. Hier ist noch einer. Hinter mir sind welche. Na komm schon. So geil, schon dabei. Vorsicht, du bist auf freiem Feld. Ich glaube, du hast alle erwischt. Bist du in Ordnung? Das nee. War unglaublich. Mir geht's gut. Ich muss diese Schlüssel finden. Nee, mir geht's nicht gut. Das muss Ducker sein. Lisa, ich hab die Schlüssel. Triff mich beim Truck. Okay. Hey, wir können sogar Wertgegenstände wieder aufsammeln. Interessant. Da war ich jetzt gerade kurz perplex. Okay, also wohin soll's gehen? Das erkläre ich unterwegs. Ich fürchte, du musst hinten aufsteigen. Aber fass bitte nichts an. Warum nicht? Ist da deine Unterwäsche drin? Halt dich da hinten fest. Es geht los. Wie sieht der Plan aus? Wir werden das Satellitennetzwerk der KVA atomisieren. Atomisieren? Ja, der Sprengkopf ist direkt neben dir. Oh mein Gott! Natürlich, wir fahren mit dem Sprengkopf herum. Aha. Sie ist keine Ingenieurin mehr, sie ist jetzt Bombenlegerin, ich verstehe. Warte, die NATO hat auch Atombomben. Warum benutzt ihr nicht eure eigene? Wenn wir aus Europa eine Langstreckenrakete abfeuern, könnte das den Dritten Weltkrieg auslösen. Wir könnten den Planeten auch gleich den Kakerlaken überlassen. Die Rakete muss aus dem Territorium der KVA kommen. Nun, das ist auf jeden Fall mutig. Ja, es klang alles viel einleuchtender, als sie es mir damals erklärten. Warte, bis Parrish davon erfährt. Er wird mich für verrückt erklären. Nun, das ist der Ort, den ich aufsuchen sollte. Kannst du das Tor öffnen? Ja, mache ich. Ich bin gespannt, ob das alles so einfach läuft. Das Tor hat einen Motor, den ich mit Strom versorgen muss. Ich werde einen Weg in das Silo finden und die Generatoren suchen. Alles klar, tschüss. Ich gehe mal wieder ein bisschen erkunden hier. Ist aber schon ganz nett, dass man sich hier auch ein bisschen umsehen kann. Ganz ehrlich, ich als einfacher Spieler, ich brauche das alles nicht. Wenn ich mich beim Spiel gar nicht umsehen kann, stört mich das auch kein bisschen. Ich will einfach nur eine schöne Story haben und ein cooles Kampfsystem und so. Dann bin ich schon zufrieden. Und wenn das Kampfsystem super geil ist, dann muss sogar die Story gar nicht so gut sein. Weil dann unterhält mich einfach das Kampfsystem und das Schnetzeln, Prügeln oder was auch immer. Brady, wir werden von Luftschiffen gesucht. Wenn sie herausfinden, was wir vorhaben, werden wir es nicht schaffen. Wir müssen in das Silo gelangen, bevor sie hier ankommen. Ich beeil mich.
Was? Die haben noch Luftschiffe. Okay, ich hätte gedacht, wir haben alle zerstört, aber anscheinend haben die fleißig nachproduziert. Oder sie hatten noch viele. Das kann natürlich auch sein. So, hier geht's nicht weiter. Hier kann ich weiter. Ja, ich glaube, ich muss eh hier rein. So, Bolzenschneiderhammer. Perfekt. Ich glaube, das war eh wichtig, dass man den findet. Klar, man hätte das auch aufschießen können, aber trotzdem. Lisa, ich bin auf dem Gelände. Sieht wie ein normaler Bauernhof aus. Es wurde getarnt, um es vor den Sowjets zu verstecken. Das Silo ist unter dem Bauernhof. Beeil dich. Okay, ich werde mich genauer umsehen. Da kommen fix wieder KVA-Leute. Brady, hörst du mich? Brady, hier spricht Parrish, bist du da? Parrish, ich höre dich. Du wirst nicht glauben, was ich gerade mache. Was denn? Was ist los? Die NATO kommt. Sie werden bald mit einer Invasion beginnen und wir werden eine Atombombe starten, um das gesamte Apex-Netzwerk zu vernichten. Eine Atombombe? Du verarschst mich. Ich bin bei einem Silo aus dem Kalten Krieg in der Nähe von Backton Lake. Aber die KVA kommt näher und ich könnte hier wirklich Unterstützung gebrauchen. Wenn wir es nicht schaffen, die Rakete zu starten, wird die KVA mit der Invasion kurzen Prozess machen. Das darf nicht passieren. Hör zu, wir werden uns nach der Evakuierung immer noch sammeln. Aber ich werde versuchen, dir Verstärkung zu schicken. Ich schätze, mit einem Boot würde es am schnellsten gehen. Ich werde mein Bestes geben. Danke, Jack. Ich melde mich wieder. Danke, Jack Sparrow. Danke, danke. Also unter dem Bauernhof. Boah, hier ist so viel Platz. Das wird wieder ein schießwütiges Gelage werden. Das ist ja... Eieieiei. Brady, die Luftschiffe kommen immer näher. Ich weiß. Ich suche ja. Der Eingang zum Silo ist wahrscheinlich versteckt. Sieh in den Gebäuden nach. Mach ich doch schon, Mädel. Ich mach doch schon, was ich kann. Warum hilfst du mir nicht? Warum chillst du im Auto? Ah, wir sind wieder der Trottel vom Dienst. Zu Hause? Ein Tagebuch. Erstmal Tagebuch lesen, natürlich. So, ich komme nach Hause. Brief nach Hause, 17. Mai 1966. Diebling, die Bauarbeiten am Silo sind beinahe abgeschlossen. Ich kann es kaum erwarten, nach Hause zu kommen. Es ist sehr eigenartig, am Tag zu schlafen und die ganze Nacht zu arbeiten. Und ich werde es nicht vermissen, von Ihnen verarscht zu werden, nur weil ich einen Hammer im Freien liegen gelassen habe. Das nenne ich mal paranoid. Aber Sie haben wohl guten Grund dazu. Es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich einen kleinen Beitrag zu unserer Sicherheit geleistet habe. Die Bauernhof-Tarnung sollte aus der Luft gut aussehen und die falschen Heuballen sind ein nettes Detail. Unterhalb des Bauernhofs befinden. Ich sollte mir den Keller ansehen. Nur Willi hat's versaut. Nur Willi hat's versaut und 300 statt 30 bestellt. Da hättest du das Gesicht des Generals sehen sollen, als die Lastwagen aufgetaucht sind. Wie auch immer, ich sollte nächste Woche zurück sein. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du nichts mit anderen Typen angefangen hast, während ich hier festsitze. Ich weiß, dass sie mich den Brief nicht abschicken lassen, aber ich schreibe sie trotzdem gerne. Liebe Hank. Eieiei. Wenn du... Na, dann, na klar, sowas hofft man immer, aber wenn man eine liebende Frau ist, dann wartet man doch. Aber ja, das ist, glaube ich, auch ein großes Thema, was viele vielleicht anders sehen. Man weiß ja nicht, ob der Partner noch liebt und dann, ja, natürlich versucht man dann wieder glücklich zu werden. Aber einfach so den Partner im Kopf aufzugeben, ist auch nicht gerade die Lösung, finde ich. Aber klar, wir hatten ja so eine Situation nie und werden hoffentlich auch nie so eine haben. Zumindest die meisten von uns. Dementsprechend, ist es relativ unsinnig, sich darüber so viele Gedanken zu machen. So, hier kann ich nicht. Ah, geht's hier runter? Ja, perfekt. Lisa, ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Ist bei dir alles klar? Nicht wirklich. Die Luftschiffe sind für meinen Geschmack schon viel zu nah. Ich werde versuchen, die Tür zu öffnen. Beeil dich! Beeil dich! Ja, ich mach schon.
Kann man das auch kaputt... Oh, das kann man auch kaputt machen. Ist ja lustig, wie sie die Kisten dann auflösen. Das hier kann man... Oh yeah, perfekt. Das ist aber ein interessanter Bunker hier. Na gut, Kalter Krieg. Da wurden Sachen noch ein bisschen anders versteckt als heute. Heute haben wir 50.000 Rätsel und so ein Kram. Anscheinend funktioniert das Notstromaggregat immer noch. Ich suche die Hauptstromversorgung. Wir haben fast keine Zeit mehr.